Dann hatte ich eine Frage, eine sehr gute Frage, und das hat mich früher auch geplagt, das Problem von der Gina? Nein, die Frage war von der Patricia, genau. Also Patricia, ich beantworte jetzt hiermit gerne deine Frage. Und zwar hat sie geschrieben mir, dass sie vor allem im Winter, wenn es halt so kalt wird, Probleme mit den Fingern hat, dass die anschwillen, dass sie sehr starke Schmerzen dann bekommt in den Fingern, in den Gelenken. Und das ist halt einfach durch die Kälte jedes Mal im Winter. Und ich hatte das früher auch ganz, ganz extrem, ganz schlimm, auch an den Füßen, dass meine Hände sofort, wenn ja die Temperaturen sinken, wenn es wirklich auch kalt wird, ich kann so viele Handschuhe anziehen, wie ich will. Es ist immer passiert, dass meine Hände komplett abgefroren sind, meine Finger komplett weiß waren oder bläulich verfärbt, ich die teilweise wirklich nicht mehr gespürt habe. Ich habe Schmerzen bekommen in den Fingern, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich konnte manchmal teilweise nicht mal mehr meine Haustür aufschließen, musste erst vorm Haus stehen und dass ich wieder überhaupt irgendwie mal was gespürt habe. Also es ist richtig schlimm gewesen. Und das war, bevor ich die Rohkost gemacht habe. Dann im ersten Jahr Rohkost war es immer noch so, ja, nicht optimal. Und jetzt habe ich das Problem nicht mehr so sehr. Also wenn es natürlich, wenn ich jetzt über Stunden lang draußen bin im Schnee und wirklich auskühl, dann passiert es schon immer noch. Aber bei weitem nicht mehr so schlimm. Also genau. Und jetzt meine Tipps, das hat einfach mit der Durchblutung zu tun. Wir müssen schauen, dass die Durchblutung adäquat, effizient abläuft. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn die Durchblutung durch irgendeinen Grund nicht gut läuft, nicht in Balance ist, dann kann es eben zu diesen Problemen kommen. Und man nennt das ja auch Frostbeulen dann an den Fingern. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Tipps noch für dich, Patricia, und auch für alle anderen, weil es geht jetzt nicht nur um die Patricia, die ihre Probleme mit den Fingern bewältigen will, sondern es geht auch bei der Durchblutung generell ums Frieren. Also wenn man sehr stark friert im Winter und jetzt nicht unbedingt mit den Fingern die Probleme hat, aber wenn man halt generell eher immer kalt ist und sich kalt fühlt, dann muss man eben schauen, dass die Durchblutung gut funktioniert. Und jetzt ein paar Beispiele, Symptome, wie ihr erkennen könnt, dass eure Durchblutung eben nicht optimal ist. Das wären eben, wie gesagt, blau-weißlich verfärbte Finger oder Zehen. Das sind geschwollene Finger und Zehen. Kreislaufprobleme können auch ein Zeichen dafür sein, Taubheitsgefühle in den Fingern, Schmerzen in den Fingern, blasse Hautpartien, verzögerte Wundheilung und ja genau, Schmerzen, habe ich schon gesagt. Ja. Dann kommen jetzt durchblutungsfördernde Tipps, und zwar ist es erstens immer den Kopf schön warm halten, weil über den Kopf gehen tatsächlich 30% unserer Wärme verloren. Das heißt, im Winter auf jeden Fall immer Mütze anziehen, wenn es sein muss, sogar in der Wohnung. Also immer Kopf warm halten. Dann ausreichend trinken, das ist auch ein Punkt, weil wenn wir dehydriert sind, dann fließt alles nicht so gut, weil wir einfach zu wenig Wasser im Kreislauf haben und auch die Durchblutung wird dann verlangsamt. Dann Bewegung natürlich, das haben wir auch schon besprochen. Bewegung ist A und O für alles, für jeden Körperkreislauf, auch für die Durchblutung natürlich. Dann kommen wir zu den Nährstoffen, die euch helfen werden. Und zwar sind es Omega-3-Fettsäuren. Ich komme auch nachher noch dazu, was ihr da integrieren könnt, welche Lebensmittel. Vitamin C und Vitamin E sind essentiell für eine funktionierende, gesunde Durchblutung. Also, ich wiederhole, Vitamin C und Vitamin E. Und jetzt findet ihr Omega-3-Fettsäuren in Lebensmitteln wie Chiasamen, Leinsamen, Walnüssen, auch Mangos haben reichlich Omega-3-Fettsäuren. Und, of course, grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse hat sehr viel Omega-3. Dann Vitamin C findet ihr auf jeden Fall in Paprika. Super Vitamin C-Quelle, die beste, wie ich finde. Brokkoli. Und Brokkoli kann man auch roh essen, durchaus. Kann man shredden im Mixer, klein raspeln, als Salat zubereiten oder einfach marinieren im Dörrofen oder einfach so roh essen im Salat. Also ich mag's. Dann, aber ihr könnt es natürlich auch dünsten. Aber es geht ja jetzt heute um Rohkost. Winter im Rohkost, im Winter. Orangen haben natürlich auch viel Vitamin C, Zitrusfrüchte generell, aber Paprika tatsächlich noch mehr. Dann Vitamin E-Quelle, da empfehlen sich Sonnenblumenkerne, Aprikosen, sehr Vitamin E-reich. Und Avocado ist auch eine super gute Vitamin E-Quelle. Und genau, jetzt noch ein paar Lebensmittel, die euch noch helfen bei der Durchblutung. Das sind Knoblauch. Und zwar stärkt es die Blutgefäße. Dann Beeren und Orangen, die haben durch ihre viele Antioxidantien die Funktion, dass sie das Blut flüssiger machen und dadurch natürlich
Wenn es flüssiger ist, fließt schneller und besser durch. Dann haben wir dunkle Schokolade wieder, also wieder der Kakao kommt ins Spiel. Und zwar hat der Flavanole heißen sie. Ich hasse dieses Wort, Flavanole. Und die unterstützen die Arterien und erweitern die Kranzgefäße des Herzens. Das heißt, die Durchblutung kann auch wieder effizienter stattfinden, wenn ihr wirklich Kakao habt und dunkle Schokolade vor allem. Dann Avocado, die reduzieren durch ihre ungesättigten Fettsäuren das Verklumpen von Blutplättchen. Und klar, wenn die Blutplättchen nicht verklumpen, fließt das ganze Blut besser. Also, ich wiederhole, jetzt im Winter für eine perfekte Durchblutung ist es sehr sinnvoll, wenn ihr Sachen wie Chia, Leinsamen, Walnüsse, Mangos, ganz viel grünes Blattgemüse integriert. Dann Paprika, Brokkoli, Orangen, Zitrusfrüchte generell, Sonnenblumenkerne, Aprikosen, Avocado, Knoblauch, auch Zwiebeln, Beeren und dunkle Schokolade. Genau, also das wäre so meine Empfehlung. Und wenn ihr das kombiniert, diese Lebensmittel immer wieder integriert, das kombiniert mit den 18 Tipps, die ich euch gesagt habe, dann seid ihr gut aufgestellt für den Winter, ich sag's euch. Dann rockt ihr den Winter mit der Rohkost und ich bin mir sicher, damit fühlt ihr euch wirklich gut. Also das ist, was für mich funktioniert, für meine Kunden funktioniert, und ihr müsst auch nicht alle Tipps auf einmal umsetzen. Ihr könnt die Dinge, die euch zusagen, die euch leicht fallen, könnt ihr umsetzen. Alles andere lasst ihr außen vor und schaut einfach, wie es euch damit geht. So, ihr müsst euch auch gar keine Notizen oder nichts machen. Ich habe euch das alles nochmal in eine PDF-Datei da zusammengefasst, wie immer, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Nee, ich mache mir wirklich viel Mühe für euch. Und ich werde es euch bereitstellen wieder in der Mitgliederplattform und dann habt ihr das da alles. So, und jetzt kommen wir zum Fun-Part des heutigen Live-Workshops. Und zwar habe ich ein Saftrezept für euch vorbereitet. Das ist jetzt First Try heute. Also ich versuche das jetzt zum ersten Mal, das Rezept. Ich habe es mir einfach überlegt und ich hoffe, es funktioniert so in der Zusammensetzung. Und es ist ein Saft, der auch sehr wärmend wirkt von innen heraus, der im Winter sehr, sehr, sehr gerne integriert werden kann, um euch nochmal zu boosten, Stoffwechsel, Durchblutung, alles anzuregen. Genau, und die Zutaten sind, Trommelwirbel, Äpfel. Und zwar nicht nur irgendwelche Äpfel, sondern ich habe hier die eingeweicht in Zimtwasser. Ich kann vielleicht mal die Kamera drehen. So ungefähr sieht das aus. Genau, also ich habe jetzt für das Rezept gedacht, 6 Äpfel für mich, für eine Portion. Ist ja heute auch mein dritter Saftfastentag. Das wird jetzt gleich mein Mittagessen werden. Ich denke, morgen werde ich dann wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Genau, aber zurück zum Rezept. 6 Äpfel, und zwar habe ich die eingeweicht in Zimtwasser. Und das Zimtwasser habe ich einfach gemacht, indem ich tatsächlich wahre Zimtstangen genommen habe. Die müssen hier, zeige ich euch später, die sind ganz unten. Und habe die eben mit warmem Wasser aufgegossen, also Wasser im Wasserkocher warm gemacht, nicht ganz, also unter 42 Grad natürlich, dann über die Zimtstangen gegossen und dann da in diesem Zimtwasser die Äpfel marinieren lassen, jetzt so ungefähr seit 3 Stunden marinieren die jetzt hier. Und die werden wir jetzt in den Safter geben, zusammen mit einer Süßkartoffel. Und die Süßkartoffel, ja, das war so eine mittelgroße, ich habe sie schon geschnitten, aber so groß war die ungefähr. Also eine Süßkartoffel. Ihr könntet jetzt auch statt der Süßkartoffel Kürbis verwenden oder Karotten. Das würde auch gehen. Und die Special-Zutat in diesem Saft sind tatsächlich Datteln. Und ich habe noch nie Datteln entsaftet, aber ich habe es vor kurzem gesehen in einem anderen YouTube-Video, dass jemand Datteln entsaftet hat. Und da war ich jetzt doch mal gespannt. Und das soll dem Ganzen so eine Karamellnote geben. Und ich habe jetzt hier tatsächlich frische Datteln. Die sind nicht getrocknet, das sind frische Datteln vom Türken, türkischen Supermarkt. Und dann habe ich 4 Stück von diesen frischen und habe noch 2 Stück von den getrockneten mit Schuldatteln. Und die habe ich aber vorher eingeweicht. Also die, dass die halt einfach ja, leichter durchgehen durch den Entsafter. Also hier seht ihr 2 normale mit Schuldatteln und 4 von diesen, von diesen frischen Datteln. Und dann würde ich doch sagen, schmeißen wir mal die Maschine an und entsaften. Okay, also ein bisschen von dem Zimtwasser würde ich auch noch reintun in den Entsafter.
damit der Zimtgeschmack einfach ja, gut durchkommt. Ihr macht hier einfach den Deckel auf, schmeißt das Zeug rein. Und das liebe ich halt beim Ruhrrom-Entsafter. Also wenn ich jetzt nicht mit euch hier das Live-Event machen würde, dann würde ich einfach alles reinschmeißen und würde weglaufen und würde irgendwas anderes in der Zeit erledigen. Also ihr müsst dann nicht wie bei anderen Entsaftern nebendran stehen und dann immer alles runterdrücken mit dem Stößel und dann verstopft's und es dauert Stunden und dann müsst ihr alles reinigen. Klar, ihr müsst den auch reinigen, aber es geht wirklich einfach bei dem Ruhrrom. Also es ist einfach der beste Entsafter. Kann ich euch wirklich ans Herzen legen. So, Äpfel. Ich habe zu viele Äpfel. So, hier seht ihr nochmal die Zimtstangen, die ich hier hatte. Ganz normale Zimtstangen. Genau darin waren die Äpfel, wie gesagt, 3 Stunden eingeweicht. Ich hoffe wirklich, dass der Zimtgeschmack dadurch sehr intensiv wird, weil ich liebe Zimt. Okay, und los geht's. Und da ist es auch nicht sehr laut. Also klar, macht Geräusche, aber ist auf jeden Fall, finde ich, auszuhalten, so vom Geräuschpegel her. Genau. Also wie gesagt, statt der Süßkartoffel könntet ihr auch Hokkaido-Kürbis nehmen oder diese großen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Halloween-Kürbisse. Die gehen auch. Karotten könntet ihr nehmen oder auch lila Süßkartoffel. Das könntet ihr noch nehmen. Genau. Es ist sogar möglich im Ruhrrom-Entsafter, dass man Nüsse entsaftet. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich so eine eher so milchartige Milchshake-Saft-weihnachtliche Variante machen wollt, könntet ihr tatsächlich noch in den Entsafter dazu, zu den Äpfeln, zu der Süßkartoffel, zu den Datteln, noch ein paar zum Beispiel Walnüsse dazugeben. Oder Pekannüsse sind sehr lecker. Oder Mandeln oder Cashewkerne. Aber die auch vorher einweichen. Also ihr weicht die dann quasi vielleicht über Nacht ein, gießt das Wasser ab und gibt dann einfach die Nüsse mit zu den Äpfeln oder zu den allen Zutaten dazu und entsaftet die mit. Und dann kommt eben, wie gesagt, wie so eine milchartige Shake-Flüssigkeit raus und das ist super lecker. Aber ich mache es jetzt heute nicht, weil ich ja noch im Saftfasten bin und da möchte ich jetzt nicht so viele Fette integrieren. Genau, das wird uns auch wieder das Fasten irgendwie unterbrechen. Deshalb nur noch Früchte für mich und Gemüse. Aber genau, wenn ihr keinen Fasten gerade macht, dann probiert es auf jeden Fall mit einer Handvoll Walnüssen oder wie gesagt, ich kann mir sehr gut Pekannüsse vorstellen in dieser Kombi. Ist auch sehr weihnachtlich mit Zimt, mit den Datteln. Uff, das wird bestimmt gut. So, dann mache ich mal eine Süßkartoffel rein. Dann mache ich noch die Datteln rein. So. Ich bin gespannt, wie der Saft schmeckt. Also ich glaube, der wird richtig gut. Doch, müsste werden. Ich überlege gerade noch, was könnt ihr noch reinmachen. Vielleicht auch ein bisschen Zitronen. Zitrone würde ich jetzt aber dann die Nüsse weglassen, weil das dann, glaube ich, gerinnen könnte. Aber wenn ihr es ja ein bisschen frischer wollt, dann gerne auch noch zu den Äpfeln und Zimt ein bisschen Zitrone oder Orange. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit Zimt und Orange. Das ist auch eine leckere Kombi. So, dann lassen wir schon mal ein bisschen Saft raus. Das ist immer der beste Part. Also es geht halt auch super schnell. Der entsaftet so schnell und da bleibt nichts verstopft, bleibt nichts hängen. Ihr müsst nicht ständig runterdrücken. Wie gesagt, ist der beste Entsafter. Kann ich auch mal ein bisschen näher mit dran nehmen. So, und der Trester ist auch super trocken. Also klar, ihr könntet den noch verwenden für Cracker, im Dörrautomat irgendwelches Rohkostbrot zubereiten oder Cracker mit dem Trester. Aber ja, ich glaube, ich werde den heute einfach wegschmeißen. Und gar nicht alles machen. Genau, jetzt noch die restlichen Äpfel. Und dann sind wir auch schon soweit. Beziehungsweise, ich mache noch ein bisschen von dem Zimtwasser rein. Genau, also macht da einfach, seid einfach kreativ, was ihr gerade denkt, was an Mengen richtig ist. Wie gesagt, ich hatte 6 Äpfel, das waren 4 große und 2 kleine. Und eine Süßkartoffel und 6 Datteln. Also das wäre jetzt mal so das Rezept. Und ich probiere auch gleich. Machen wir mal
Taste-Test für euch. Nicht, dass das ungenießbar ist und ihr es nachmacht und es nicht trinken könnt, weil es so eklig ist, aber glaube ich nicht. Okay, sollte reichen. Einfach mal zum Probieren jetzt. Oh, ich liebe auch immer diesen Schaum, der da drauf entsteht. Okay, ich habe hier mein Glas. Aha. Oh, sehr lecker sieht es schon mal aus. Riecht extrem gut. Der Zimt, oh mein Gott. Zimt und Apfel. Zimt-Apfel. Apfel-Zimt. Wir könnten den Drink nennen Apple Pie Shake. Apple Pie Christmas Shake oder so. Okay, probieren. Test. Oh, wow. Oh mein Gott. Okay. Ihr müsst das Rezept machen. Oh mein Gott. Game Changer. Oh. Ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Datteln, die machen das so richtig karamellmäßig. Der Zimt ist genial in Kombination mit den Äpfeln. Und die Süßkartoffel gibt so eine sämige, irgendwie wärmende, grundlegende Wärme. Keine Ahnung, es ist, oh mein Gott, es ist richtig lecker. Oh, wow. Okay, also probiert diesen Saft auf jeden Fall. Also bitte, macht das unbedingt. Ich werde mir den schmecken lassen. Oh mein Gott, ist der gut. Ich bin gerade voll happy. Der ist richtig lecker. Unglaublich, unglaublich gut. Macht diesen Saft und sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wie ihr ihn fandet. Setzt die Tipps um für einen erfolgreichen Rohkostwinter. Und dann sehen wir uns entweder in unserem nächsten Zoom-Meeting oder im nächsten Live-Event oder wir hören voneinander in der Telegram-Gruppe oder sonst wo auf Instagram. Genau, hat mich gefreut. War ein cooles Event, ein cooler Workshop. Ich hoffe, ich konnte euch Mehrwert bieten. Und dann, wie gesagt, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.